Hamburg 1 und hamburg.de präsentieren. Die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Und der ist heute sportlich. Es geht um den FC St. Pauli. Ja, das Spiel gegen Sandhausen, das sollte ja eigentlich schon vor einigen Wochen stattfinden, musste dann aber Corona-bedingt ausfallen. Bei den Sandhausenern gab es damals einige Fälle. Heute Abend wird das Spiel nachgeholt und zwar um 18.30 Uhr. Also das sollten Sie sich unbedingt anschauen, denn es wird wichtig für die Paulianer. Für eigentlich lief es die letzten Wochen ja ziemlich gut. Gegen Darmstadt dann letztes Wochenende eine richtige Klatsche. Und damit war dann auch die Tabellenführung plötzlich weg. Heute Abend können die Kiezkicker sich diese Führung aber wiederholen. 0:4 in Darmstadt. Der Höhenflug des FC St. Pauli vorerst gestoppt. Lange Zeit sich zu ärgern bleibt nicht. Bereits am Mittwoch kommt der SV Sandhausen zum Nachholspiel ans Millerntor. Für die Kiezkicker die direkte Chance, die Niederlage vergessen zu machen. Da brauche ich nicht eine ganze Woche drüber nachdenken, was in Darmstadt schiefgelaufen ist. Ich glaube, das hat in der ersten Halbzeit jeder gesehen, dass wir da einfach zu träge waren, zu langsam waren im Kopf und in den Beinen. Aber wir suchen die Schulter bei uns. Wir wissen genau, dass wir gegen Sandhausen von Anfang an hellwach sein müssen. Und na, mir ist ganz recht, dass wir dann am Mittwochabend am Millerntor direkt wieder auf dem Platz stehen und die Chance haben, es wieder gut zu machen. Bei der Mission Wiedergutmachung wird Jakov Medic allerdings fehlen. Der Innenverteidiger verletzte sich gegen die Lilien früh an der Nase. Sogar eine Operation wollte Trainer Timo Schulz nicht ausschließen. Für den Kroaten dürfte James Lawrence in die Viererkette rücken. Auch wenn Sandhausen auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht ist, warnt der 44-Jährige davor, die Kurpfälzer zu unterschätzen. Letztendlich stellen wir uns auf einen Gegner ein, der uns das Leben sehr schwer machen wird, der extrem kompakt verteidigen wird, sicherlich sein Glück über Umschalten immer wieder suchen wird. Und sie verfügen über eine extrem erfahrene Zweitligatruppe mit Alois Schwarz, einen sehr abgezockten Trainer, der die Liga und alle Mannschaften aus dem FF kennt. Also wird für uns eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Nur ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Eine Tendenz nach unten oder gar eine Absturzgefahr sieht Schulz nicht. Warum auch? Schließlich können die Kiezkicker schon mit einem Remis wieder an die Tabellenspitze springen. Wenn man ein Spiel verliert, ist immer direkt Absturzgefahr. Also ich glaube, die Gefahr sehen wir alle nicht. Wir wissen, dass wir es besser machen müssen. Wir wissen auch, dass wir sicherlich mal Phasen in der Saison haben werden. Und das war uns schon von vornherein klar, wo wir vielleicht auch mal 2, 3, 4 Spiele hintereinander nicht gewinnen werden. Das gehört dazu. Und trotzdem werden wir da niemals von einer Absturzgefahr sprechen. Und am Millerntor stehen ja bekanntlich 6 Siege aus 6 Spielen zu Buche. Übrigens, trotz 2G-Regelung bittet der Verein jeden Ticketinhaber vorab einen Corona-Test zu machen. Also ein Fußballabend heute um 18.30 Uhr geht's los hier in Hamburg im Millerntor-Stadion. Ja, und wie immer schauen Sie doch einfach mal bei den Kolleginnen und Kollegen von hamburg.de vorbei. Da gibt's noch viele weitere Unternehmungstipps für die Woche, für heute. Weihnachtsmärkte, wie immer, alle Infos rund um die Märkte hier in Hamburg, die finden Sie dort auch. Da sollte eigentlich jeder etwas finden.